Habe ja ein bisschen Erfahrung und ich habe ja auch gesehen, was meine Mutter in ihrer Akademie und so macht. Und das hilft natürlich schon auch, dass man das ein paar Mal schon gemacht hat und dann weiß man auch, wo man steht und was man mit den Kleinen, weil es ist halt eine Gruppe von 10 Leuten und das muss man ein bisschen organisieren, sonst gibt es ein Durcheinander oder alle stehen nur herum. Es macht natürlich immer viel Spaß, mit den Kids zu spielen und es ist, glaube ich, eine super Möglichkeit, für die auch mal zu sehen, wie es ist. Es lohnt sich, hart zu arbeiten, um später mal hier spielen zu können. Ich hatte nie die Gelegenheit, also deswegen finde ich es so gut, weil es ist wirklich die Luft schnuppern, wie es auf dem Center Court ist, hier in Deutschland beim größten Turnier zu sein. Und ich glaube, das macht denen ganz viel Spaß und ist ein Erlebnis. Ja, hauptsächlich hat sich verändert, weil die Schläge und die Seiten sind schneller geworden, die Spielerinnen sind physischer geworden, größer und sonst ist vom Spiel her ist natürlich viel mehr offene Stellung gefragt, weil man hat gar keine Zeit, sich irgendwie groß noch zu den Bällen zu stellen und so schnell wie möglich wieder auf die andere Seite zu spielen. Es ist fast egal, wohin. Deswegen ist es so wichtig, wahnsinnig wichtig, die Technik ganz am Anfang bei den Kindern schon drauf zu achten, weil die bleibt mehr oder weniger die ganze Zeit da und je älter man wird, desto schwerer wird es, sie zu verändern. Das macht immer Spaß, mit den Kleinen zu spielen und man merkt ja auch am Schluss, wie die wollen, wie die hungrig sind und dass es auch Spaß macht und ja, ich hoffe, das hat Ihnen auch gefallen. Ja, also auf jeden Fall aufregend, vor allem weil noch ein paar Zuschauer da waren, aber ich fand es also mit Lissiki ganz natürlich, weil sie sich gar nicht irgendwie versucht hat zu verstellen oder so. Es hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, alle konnten auch ein bisschen, also von dann auch den guten Spielerinnen was abgucken. Das war schon was Besonderes. Die Profis, die sind so gut und es ist einfach toll, wenn man auch auf den Center kommt, wenn man da mal einfach trainieren darf. Und die geben einem noch besondere Tipps und mit den Armen, das hat jetzt auch noch mal was bewirkt, dass man schneller wird. Und zwar schon echt interessant.